Liebes Publikum, das ist Teddy Terbeer, unser Patient. Teddy braucht heute leider ein neues Herz. Servus, Jörg. Ja, hallo, was machst Harald. Du da? Du. Solltest du nicht am Golfplatz sein? Das war gestern. Puh. Heute haben wir gesagt, tun wir ein bisschen was. Ne? Ah, tun wir was. Aber ja. Wo tun wir denn? Und bei wem oder wie? Hast du irgendwas geschaut? Nein, ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Ja. Was hast du eine Idee? Nein, ich habe keine Idee. Checklisten helfen, eine unerlässliche, sichere Zusammenstellung von Mängeln festzuhalten und vor allem, dass die handelnden Personen keine Fehler beim Operieren machen. Ja, jetzt weiß ich es. Mir geht ein Licht. Ein Herzerl tun hätte man. Ein Herzerl? Ja. Na gut, was dann schneiden wir. Gehen wir an, komm. Geht schon. Ja. Du aber, ich werkel da rum, aber sehen da die nichts. Kannst du mir da ein bisschen leuchten? Ja, sehen auch noch. Wir brauchen eine Armleuchtung. Armleuchtung? Ja, danke. Ist jetzt der Lichtaufgang. Ach, ja, so weit hast du nicht erfunden. Ja, und du? Na, ich mach wenigstens was. Du hast ja nicht einmal gewusst, was wir aber tun. Aber ne? Ich sehe da nichts. Kannst na, du bemüde, bitte? Bemüde, komm. Nein. Also, ich sehe ja. Ich hab da keinen Plan. Du zum Augenarzt gehen. Plan. Du hast keinen Plan. Nein, ich hab keinen Plan. Hast du einen Plan? Plan? Ich hab keinen Plan. Du keinen Plan, ich keinen Plan. Uje, uje, uje. Wir brauchen eine Idee. Innovation Nummer 1, Kollegen, ich präsentiere euch die ultimative Beleuchtungsinnovation. Ah, wow, hey, da geht das Licht super, auf, ja? Mein Lieber. Sehr gut, danke sehr. Also die richtige Innovation zur richtigen Zeit. Also sehr gut, danke Herr Kollege, da hast du uns rausgerissen. Bei unserem Campus Wien forschen wir an optimalen Ausleuchtungsbedingungen, schattenfreie Ausleuchtung und kontrastgleiches Licht. Gut, ja. Geht schon. Super. Ja, du? Ja, nein, weiß du, ich nicht. Komm. Aber jetzt sehe ich schon was. Warte mal, da habe ich was. Echt? Was siehst du denn? Weiß ich nicht, was ist denn das? Warte. Ja, schaust halt einmal. Ne? Was ist das? Keine Ahnung. Brauchen wir nicht. Wurscht. Weg damit. Das brauchen wir nicht. So. Erst aber, was die legen da umeinander tue. Warm ist da schon. Die haben da eingekatzt. Warte, da haben sie nachgelegt. Da kühle ich uns jetzt runter. Jawohl, aber anständig, gell? Auf Eiswürfel. Ja, super, ja. Böse Keime. Hey, Gottes Willen. Die ganzen Keime. Unser Bär. Na, was tust du jetzt? Was machen wir denn da? Die Keime, hast du jetzt einen Plan? Plan habe ich keinen. Du keinen Plan, ich keinen Plan. Was machen wir da? Uje. Wir brauchen eine Idee. Innovation Nummer 2. Kollegen, ich präsentiere die ultimative Belüftungsinnovation. Die Keime werden weggeblasen vom Zettel. Oh! Das ist ganz super. Da geht's da hin und schick Hüß auch schon. Super, ja. Bitte, Herr Kollege. Klinik Engineering forscht speziell an wunderbaren, hygienereichen Hänger. Ja, wie lange braucht das? Haben wir eh noch Zeit? Ja, ja, wie lange geht noch? Klinik Engineering forscht an optimalen Anforderungsbedingungen hinsichtlich der Krankenhaushygiene. Man merkt, der Kollege hat nämlich dort noch den Ventilator angegriffen. Bitte sehr. Ja. Danke sehr. So. Lang braucht er heute. Ja. Naja. Ja, ich weiß ich nicht, weiß. Aber. Aber, puh. Naja, jetzt haben wir schon langsam. Weißt du, das ist doch ein Pult da rein. Was machen wir da jetzt? Halt einmal den Finger drauf! Ja, da tue ich eh schon. Ne? Halt drauf! So. Da geht das was daneben, ne? Teufel, bist du Arisch. Ui, das tut noch immer her, das Servus Geschäft. Ah. Puh, halt drauf. Aber nein, zu, komm, schnell. Nein, zu, der ist leibend. Nein, zu, warte mal, ich finde ja nichts mehr. Eine Unordnung ist da. Ja. So, warte mal, da hätten wir jetzt Nadel und Zwirn, aber da kann ich nicht nehmen, du bist mir körperlich im Weg. Das nicht mich. Geh bitte weiter, das geht doch nicht. Machen wir ja. Nein, ich weiß nicht. Wie soll ich da nein? Also, ich hab keine Idee, wenn du da dauernd im Weg stehst. Hast du eine Idee? Plan? Puh. Plan hab ich keinen. Du keinen Plan, ich keinen Plan. Und jetzt alle? Uje, wir brauchen eine Idee. Innovation Nummer 3. Kollegen, ich habe die ultimative Workflow-Optimierung für euch. Du kommst da jetzt rüber und nimmst die andere Hand zum Zug. Oh, Teufel, komm super raus. Optimierter Arbeitsablauf reduziert ganz klar das Risikopotenzial. Dürfen wir zunehmen, Herr Kollege? Ich bitte höflichst darum. Ich bitte höflichst darum. So, wunderbar. Einmal geht noch.
Ja. Du kannst schon auslassen, das ist echt? Schon fertig, Gnade. Ja, du hast mir auch Gnade. Ne? Ja, okay, bitte, ich weiß ja nicht. Was ist denn da? So, noch ein Schnitt. Okay. So, ja. Und somit haben wir dank der Infrastruktur alles erledigt und unseren Bären geht's fast gut.